Moin Leute, wir sind wieder beim Landwirtschaftssimulator. Wie man sieht, es schneit und wir haben Januar. Ja, habe ich ihn schon gefüttert? Wo ist er denn? Da kommt er! Wie alt ist er eigentlich jetzt? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Hallo, du kleiner Feini. Hallo. Wie alt bist du denn? Okay, kann ich nicht wissen. Ja, tschüss. Unsere Schafe. Ah, wie schön es aussieht. Ja, immer noch dasselbe. Ups. Die sollten wir mal wieder putzen. So. Putzen. Putzen. So. Sauberkeit. Gut, gehen wir mal nach da hinten. Das war ja schließlich schon ein Monat. Ja, es gibt neue. Und es läuft immer noch. Okay, gibt's Kleidung? Okay, komplett falsch. Da, es gibt Kleidung! Okay, gucken wir mal nach den Preisen. Kleidung. Momentan 13.000 immer noch. Am teuersten, ja, so gesagt, ist es im Mai. Okay, das muss ich mir aufschreiben. Im Mai verkaufen wir die Kleidung. Okay. In Oktober verkaufen wir die Eier. Und im März verkaufen wir Honig. In Januar, also jetzt, den Mist und die Gülle auch in Januar. Gülle. So. So. Aber wir haben auf jeden Fall Kleidung. Ich freue mich sehr. Und dann verkaufen wir jetzt im Januar den Mist und die Gülle. So. So. Ist der Wagen. Dass man hier wirklich perfekt dran muss, ey. Ah, nervt. So. Da hinten ist unser Mist. Da sind auch schon ein paar Eier gelagert. Meine Güte. Befüllung. 6% mehr als letztes Mal. Und wie man sieht, es hat heftig gestartet. Wann ist nochmal die Saison? Ach, nächsten Monat. Okay. Perfekt. Ach, ich liebe Schnee. Also wirklich, Schnee ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Wenn es Winter ist und es schneit, ist es gar nicht mal so kalt, finde ich. Weil, ich weiß auch nicht warum, aber ich finde es einfach nicht kalt. Wenn es nicht schneit und es Winter ist, ist es arschkalt. Nee. Aber wenn es schneit, dann hat man so ein Gefühl, ja, endlich Schnee. Also nicht jeder mag Schnee. Aber ich finde es einfach dann wärmer. Ich weiß nicht warum. Familien Sachen. Ach ja.
Aber das plötzlich einfach einmal so spawnt, ist der Schnee. Der Schnee geht weg. Oh, es ist einfach, warum fahren wir denn so lang? Ich kann nicht schnell abfahren. Was ist das denn? Wirklich? Ach, wo sind wir denn jetzt? Ups! Kalkstation. Das Sägewerk. Hä? Ach, weiter. So. Aber ich glaube, mit den Klamotten werden wir was Richtiges aufbauen. Dauert natürlich auch lange. Aber die Schafe und die Baumwolle farm. Also, guck mal, wie lange das jetzt schon dauert, mit der Baumwolle zu produzieren. Und dauert ja Jahre gefühlt. So. Da ist es schon. So. Und wir bekommen ...34! Oh. Da, guck mal. Wir haben hier... guck mal! Einer am Ernte. Da haben wir Plus gemacht. Da haben wir Plus gemacht. Da haben wir Plus gemacht. Da. Januar haben wir bis jetzt wegen Wasser und verkauftes Holz. Nee, warte mal. Versteht sich, weil wir müssen natürlich auch Sachen produzieren. Dann müssen wir dann gleich noch schlafen, weil nächsten Monat fängt es ja wieder mit der Baumwolle an. Dann geht der ganze Schnee wieder weg. Oh. Naja, egal. Die Eier verkaufen wir ja. Also, das dauert ja noch ein bisschen. Bis dahin haben wir auch so viele Eier gekauft. Ich stecke wieder fest. So. Und das nächste Januar, Februar, März wäre der Honig. Januar, Februar, März, Mai. Ja. Dauert ja dann nicht mehr lange, bis ich dann die Kleidung verkaufen kann. Und dann bekommen wir wieder richtig Geld, wenn wir uns wieder mehr Sachen leisten. Vielleicht ein Kredit aufbauen, müssen wir wieder abzahlen. Auch noch. Ja, aber das machen wir erst, sobald wir richtig, richtig Kohle haben. So gesagt, wenn wir unsere Tiere nicht mehr ernähren. Weil die sind ja einfach nur Einnahmequellen. Aber das mit der Gülle lohnt sich richtig gar nicht. Mehr. Gülle gibt kaum was. Und die Schweine. Also, ich komme ja gar nicht den Berg hoch. Wir fahren ja komplett falsch. Piep, 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 piep. Ach, Auto. So, den. Und gut. So. Da müssen wir. Ja, hier.
Ja, dafür sieht es eigentlich hier so friedlich aus. Ich weiß nicht, können wir jetzt mal raus rein? Essen wir es mal. Ich sehe da keine Werbung. Ja, perfekt. Nee. Okay. Komisch. So. Wohin geht's denn jetzt? Ich weiß nicht mal, ob es so geht. Ich weiß gar nicht, ob das ist. Will den nicht hier die Stadt durchschauen. Ja, dann das mal. Also wirklich, dass man so lange braucht zum Fahren. So ein Trepp hat doch bestimmt 50. Aber wir sind ja gleich da. Aber es sieht wirklich aus wie ein Winterwunder. Ist richtig schön. So, da wären wir auch schon. So, unsere Schafe. Sehr viele. Honig. Ja. Nein, sie frisst ab. Wo bist du? Wo ist denn unser Dobbo? Ich möchte mit denen spielen. Dobbo? So, unser Hund. Und, pass auf. Oh, bist du ein Fein? Oh, du ein Fein? Ja, so süß. Bist du unglaublich süß? Da kommt er angelaufen. Hallo. Danke. Ja, dann gucken wir mal. Wie viele haben wir? Schon wieder eine Palette voll. Unglaublich. Das ist gut. Hallo Schweinis. Ach ja, tut mir leid. Sorry. Oh, mein Hals, irgendwas. Naja. Schlafen wir in der Runde, sodass wir dann im Februar schon beginnen können mit der Arbeit auf dem Feld. Ah, da rieselt der Schnee. Und der Schnee geht weg. Ja, Mann, der arme Schnee.
Ach ja, oh, Mietkosten für Fahrzeuge, so viel. Ach, der ist ja immer noch schön. Ha! Schon wieder fast eine ganze voll. Also das gibt auf jeden Fall in Oktober richtig viel. Weil wenn wir jetzt schon innerhalb einem Monat sehr... sechs solche Teile machen in einem Monat, dann wären es im Oktober, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, in neun Monaten. Das ist total, wäre das. Hier haben wir schon wieder Wolle, ist ganz gut. Genau, aber ich wollte mal auf unserem Feld vorbeischauen. So. Weil jetzt ist ja die Saison für Saatzeitpunkt. Ja. Müssen wir da hin? Ich gehe einfach zum Viehhändler. Ich gehe einfach da hin. So. Ach, wächst es einfach wieder so. Unkraut groß. Das kann man nicht haben. Abgeerntet. Gedünnt. Wie mache ich denn? Weil Unkraut ist ja groß. Aber nicht alles hier ist gut. Gedünnt. Ach, das ist der Unkraut. Ah, okay. Okay, macht er irgendwas Schlimmes? Ich hoffe es mal nicht. Dann würde ich einfach mal warten und Dünger herstellen. Nur die Frage ist, wie? Kann man auch Dünger kaufen? Ups. Da. Flüssigdünger. Mineraldünger. Okay, Hilfe. Saatgut. Mineralfutter. Hilfe. Gibt's da auch? Ah, Mineraldünger. Okay, und wie macht man das dann? Gucken wir mal direkt bei der Hilfe. Da. Hören. Da. Du kannst deine Ernte steigern, indem du deine Felder nach den Aussatz düngst und beschissenen Dünger aus jedes, um eine maximale Dünger erreichen. Du kannst eine doppelte Ausbringungsrate um. Wie mache ich das? Wir haben ja. Gehen wir mal rüber. Hallo. Ach genau, was ich noch gucken wollte, ist mit der Wolle. Also, wie es mit der Produktion so. Da sehe ich schon drei neue Paletten. Es arbeitet immer noch. Ich glaube. Wow. Aber ich bringe erstmal die Paletten hier weg. So. Licht. Also wirklich. Ich hatte etwa nicht so gute Reifen. So. Oh, ich freue mich auf jeden Fall schon auf Mai. Alter, ist die Steuerung, ne? Ist ja richtig.
Ja, das dauert immer ein bisschen. Und das letzte Stück, dann wird es wieder zur Kleidung. Und im Mai können wir es teuer verkaufen. So. So. Und das letzte Puzzleteil. Fehlende Puzzleteile. Und mal. Läuft es denn? Okay, es läuft. Stoff, wie man sieht, ist sehr wenig, aber Baumwolle ist sogar jetzt auch wenig. Aber wir haben ja noch dann da hinten die restliche Wolle. Aber wir bringen jetzt. Ich würde sagen. Jetzt entweder die Eier auf der Palette. Auf die Palette. Oder. Riesendünger. Ich glaube, wir machen das mit dem Dünger. Der wäre. Ich nehme mal den da, weil der schneller ist. Bin mal gespannt, ob es funktioniert. Aber wir haben jetzt nicht so viel drüber. Das hat er gesagt mit Gülle. Sind ja schon losgefahren. Oh, 21%. Darüber kann ich ja nicht. Das ist einfach der schnellste Weg. Ich hoffe, wieder Pferd irgendwas fehlt. So. Zukommen. So. Was sieht er? Nein. Helfer. Aha. Da streut er Hülle. Guckt mal. Das ist doch mal. Dafür sind die Schweine. Aber auch nicht. Dann müsste ich die Gülle halt das ganze Jahr über machen, bis halt ich wieder dafür Gülle habe.
Gut, aber das war's auch schon mit diesem Video. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.